Roberto, du bist die Stimme, also die stimmliche Stimme von der sehr guten Band Kontrast, die früher Ja. mal I6. I6, So. Englisch ausgesprochen. Warum? Woher weiß man, dass das Englisch ausgesprochen wurde? Das weiß niemand. Das ist ja das Schöne, deshalb sage ich es ja. Nee, aber hat das auch eine inhaltliche Bedeutung? Wenn man es Deutsch ausspricht, funktioniert es nicht mehr, oder? Nee, Nee. eigentlich nicht. Das Okay, also das ehemals I6, daran erinnern, wie alt muss man sein, um noch den damaligen Hit von I6 zu kennen? Naja, der Hit hat sich ja gehalten, der Einheitsschritt, aber die Band kennt keiner, ne? Also sagen wir mal, wenn ihr über 40 seid. Ja, dann vielleicht. So, jetzt gibt es frisch aus dem Ei gepellt, aber eine neue Platte von der sehr guten Band Kontrast. Genau. Und die heißt Unaufhaltsam. Kommt am 5. Juli raus. Und da bist ja auch du drauf zu hören. Der Marc ist da drauf zu hören. Wollen wir schon verraten, worum es da geht, oder lieber nicht? Ja, das können wir machen. Also es gibt da so ein Stück. Da werde ich umgebracht. Ist nicht schön für mich. Ich bin auch glücklicherweise wieder aufgestanden. Aber dann findet Marc meine Leiche und untersucht ihn. Und wie es weitergeht, das könnt ihr dann hören, wenn ihr die Platte, dürfen wir den Titel schon verraten? Ja, das dürfen wir. Die heißt Unaufhaltsam. Unaufhaltsam. Und das habt ihr ja vorhin auch schon gehört, aber so, das ist auch der echte Titel und da könnt ihr das dann überall kaufen. Man kann es streamen, Ja. man kann die CD kaufen CD. und es gibt nur 300 Stück in Vinyl. Diese große schwarze Schallplatte, die könnt ihr mit eurer Stricknadel zu Hause abspielen. Habe ich Warum ziemlich gut. nehmt ihr nicht zum Beispiel neongelbes Vinyl? Warum schwarz? Bist du Grufti? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe mal gehört, dass schwarze Schallplatten am besten klingen. Hier steht ein echter DJ, hier steht ein Schallplattenunterhalter, Micha. Der Micha ist, sagt man, lizenziert oder wie sagt man? Yes. Der Micha ist Ja, lizenzierter, stimmt natürlich. staatlich anerkannter Schallplattenunterhalter. Klingen Klingt schwarze Vinylplatten besser? definitiv besser. Das ist wirklich so? Ja. Ja. Aber wie kann Ja. das sein? Also. Ich denke, das ist mit der Zusammensetzung des Vinyls durch diese Farbscheiben da drin, weil ich habe noch eine alte Scheibe von Hüsker Dü. Klingt grauenhaft. Das ist eine Color Picture Disc. Die schwarze, perfekt. Also, hier habt ihr es gehört. Test. Es ist tatsächlich so. Der Micha hat es Prozess. getestet und nicht Yes. nur getestet, er hat auch noch Ahnung. Also beides. Ich hoffe, ja. Ja, natürlich. Ja, wenn er staatlich anerkannter SPU ist, Ja. dann muss er es wissen. Das Das ist ist richtig. definitiv so. So, was es noch nicht gibt, ist eventuell den Stick, den ihr von früheren Veröffentlichungen oder einer früheren Veröffentlichung Kontrast kennt. Kann aber auch noch kommen. Postet hier drunter, ob ihr den USB-Stick auch noch haben wollt. Roberto ist verhandlungsbereit, vielleicht, ne? Vielleicht. Mal Vielleicht. gucken. Das schauen wir dann. Ab wann ist man denn eigentlich Gothic und liebt alles Schwarze? Also, wenn man zum Beispiel bei dir ist es ja so, deine Hits laufen ja einfach auf Grufti-Partys, aber ab wann bin ich selber einer? Woran erkenne ich das? Wir fragen Ines. Ja. Ab woran erkennt man, dass einer ein echter Gothic oder Grufti ist? Das Also erkennt kon man nicht, das hat man im Herzen. Oh, das ist. Und im Ohr. Im Ohr? Ja, wenn man Ist man im Kontrast Ohr hört. schwarz? Ach ja, naja. Okay, man kann aber auch sagen, dass man Grufti-Musik hört, aber sich selbst nicht als Grufti identifiziert. Also das ist Das dann ist sehr, ja. sehr schwierig. Roberto weiß es ja nicht. Er hat ja da die Identitätsfrage. Ich habe mir Identitätskrise. die Frage nie gestellt, ehrlich Wir können es gesagt. aber natürlich im Ausschlussverfahren machen. Du bist kein Techno-Boy. Ja. Du bist kein Jatzer. Genau. Bleibt eigentlich nur Gothic übrig. Ja, es gibt auch sonst nur noch 3 Millionen andere Musikrichtungen, aber Aber die kennen wir nicht. eigentlich bist du dann schon Gothic, das Also stimmt. wir könnten so eine Farbpalette anlegen. Also ob seine Sachen schwarz genug sind. Ist es schwarz Ja, genug? das ist ja, das changiert ja ins Grau. Ja, das Ja, ist schon. Anthrazit gilt. Oh, Anthrazit nee, gilt. nicht unten filmen. Nicht Da unten. bin ich nicht gruftig. Nee, das ist nicht gut. So, neben mir steht die lebende Legende Roberto von der sehr guten Band Kontrast. Ist Nebelgeist auch wieder bei der neuen Platte Ja, dabei? natürlich, natürlich. Wer noch? Wer noch? Ja, du. Außerdem haben wir diesmal zunächst sogar einen echten Schlagzeuger bei einem Song, einen echten Saxophonspieler und also viel breites Spektrum sozusagen. Wenn ihr auch denkt, dass Saxophonmusik Jazz ist, kauft nicht diese Platte. Wenn ihr Nur in einem Song. aber Pink Floyd-Fan seid und sagt, dass das im Grunde genommen ein Wegbereiter auch elektronischer Klänge ist, kauft diese Platte. Genau. Vielen herzlichen Dank. Unaufhaltsam. Eure Roberto und Marc. Tschüss. Tschüss.